10.15 Uhr, unsere Vorlesung Aktienrecht. Wir befinden uns immer noch beim Aufsichtsrat. Wir sind immer noch beim Aufsichtsrat und wir haben in unserer letzten Stunde aufgehört mit diesem tollen Fall. Es ging um den Verstoß gegen einen Zustimmungsvorbehalt. Sie erinnern sich düster daran. Darüber haben wir geredet. Rechtsfolge von Zustimmungsvorbehalten ist, dass der Vorstand im Innenverhältnis eine Pflicht verletzt nach 93 und damit möglicherweise haftet. Im Außenverhältnis ist aber die Vertretungsmacht des Vorstandes nach 82 Aktiengesetz unbeschränkbar. Das heißt, das Geschäft ist trotzdem wirksam, sodass überhaupt erstmal ein Schaden entstehen kann. Wichtig ist, die Pflichtverletzung im Innenverhältnis ist natürlich dann ohne Ersatzanspruch, wenn die Gesellschaft einen Gewinn gemacht hat, das heißt, wenn das Geschäft günstig war, dann kann die auch keinen Schadensersatz verlangen. Möglicherweise kann der Vorstand aber bei wichtigem Grund nach 84 abberufen werden, weil wenn er auf den Aufsichtsrat nicht hört, das ist eine schwerwiegende Pflichtverletzung und kann damit einen wichtigen Grund für die Abberufung bilden. Generell hat der Aufsichtsrat gegen den Vorstand Unterlassungsansprüche, Beseitigungsansprüche und Schadensansprüche im Namen der Gesellschaft geltend zu machen. Das liegt daran, weil der Aufsichtsrat im Außenverhältnis, im Verhältnis zum Vorstand die Gesellschaft vertritt. Diese Ansprüche stehen aber grundsätzlich nur dem Gesamtorgan zu. Das bedeutet, wenn wir drei Aufsichtsratsmitglieder haben, kann nicht Aufsichtsratsmitglied 1 oder 2 oder 3 vorgehen, sondern die müssen das beschließen und dann entsprechend insgesamt nach außen diesen Anspruch geltend machen. In der Praxis heißt das also, wenn auch nur die Minderheit, wenn die Mehrheit dagegen ist, wird kein Anspruch geltend gemacht und der Vorstand kann machen, was er will. Diese Ansprüche bestehen unabhängig davon, ob ein Zustimmungsvorbehalt besteht oder nicht. Der Aufsichtsrat kann also, wenn der Vorstand seine Pflichten verletzt, unmittelbar Unterlassung von weiteren Verletzungen begehren, ohne vorher einen Zustimmungsvorbehalt vorzusehen. Wenn der Vorstand also einmal im Monat ins Casino geht und alles auf Rot setzt, kann der Aufsichtsrat sagen, lass das sein. Und wenn er es nicht tut, können Sie dann das Geld von ihm zurückfordern. Sie müssen also nicht vorher einen Zustimmungsvorbehalt vorschalten, sondern können unmittelbar tätig werden. Eine Ausnahme gibt es allerdings nach 15a Absatz 3 Insolvenzordnung. Insolvenzantrag muss jedes Aufsichtsratsmitglied stellen, wenn es keinen Vorstand gibt. Hat die Gesellschaft also keinen Vorstand, fällt die Insolvenzantragspflicht automatisch an den Aufsichtsrat. In der GmbH sind die Gesellschafter zuständig, in der AG müssen nicht die Aktionäre Insolvenzantrag stellen. Der Aufsichtsrat hat weiterhin, das haben wir schon in der zweiten Stunde gehabt, Einfluss auf den Jahresabschluss. Das bedeutet in der Praxis, er beauftragt den Prüfer und stellt den Jahresabschluss regelmäßig zusammen mit dem Vorstand fest. Das heißt, er hat Prüfungsrechte nicht nur in Bezug auf die Rechnungslegung des HGB, sondern er muss auch den Lagebericht prüfen und die Compliance-Stellungnahme des Vorstands und sogar diesen CSR-Bericht, Sie erinnern sich, Corporate Social Responsibility, das heißt die Stellungnahme zu Umwelteinflüssen, Kampf gegen Korruption, Kampf gegen Kinderarbeit und Ähnliches, auch das muss der Aufsichtsrat alles absegnen. Last but not least schlägt der Aufsichtsrat vor, wer Abschlussprüfer sein kann, das heißt, er hat hier erheblichen Einfluss. Schließlich ist der Aufsichtsrat verpflichtet, Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung zu machen. Wenn es also einen Tagesordnungspunkt gibt, muss der Aufsichtsrat sagen, wie er empfiehlt abzustimmen und warum. Er vertritt die Gesellschaft im Rechtsstreit gegen Aktionäre bei einer Anfechtungsklage wegen Unwirksamkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen. Und schließlich muss auch der Aufsichtsrat die Entsprechungserklärung nach 161 Aktiengesetz unterzeichnen, das heißt bestätigen, dass die Gesellschaft sich an die Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Codex hält. Hier noch ein abschließender Fall zu den Kompetenzen des Aufsichtsrates. Das ist noch ein Trennstrich zu viel. Der alleinvertretungsberechtigte Vorstand V, der im Automobilsektor tätigen AAG, gewährt der von seinem guten Bekannten Z betrieben, in der Gastronomie tätigen Z GmbH ein Darlehen über 500.000 Euro zum Marktzins. V lässt sich weder Sicherheiten geben noch prüfen Liquidität. Er verlässt sich vielmehr auf die Zusicherung des Z, dass die Geschäfte gut liefen und man gesund wachse. D
Dennoch wird die ZGmbH insolvent. Im dreiköpfigen Aufsichtsrat wird diese Entwicklung kontrovers diskutiert. Die Aufsichtsratsmitglieder A und B sind der Meinung, man könne den Verlust verkraften. Dies sei ein typisches Geschäftsrisiko. Aufsichtsratsmitglied C ist hingegen empört. Nachdem gegen seine Stimme ein Einschreiten durch Mehrheitsbeschluss abgelehnt wurde, begeht er klageweise die Feststellung, dass der Aufsichtsrat gegen V geltend machen müsse. Frage mit Erfolg. Erste Frage, was ist das für eine Klage? Sagt der Sachverhalt relativ klar, was ist ein Klagebegehren? Ja, das ist eine Feststellungsklage. Und wenn Sie zurückdenken allgemein an Prozessrecht, was ist das Problem mit Feststellungsklagen? Kann man immer so einfach so Feststellungsklagen erheben? Subsidiär. Ja, gegenüber was sind die subsidiär? Was muss vorrangig gemacht werden? Leistungsklage. Was wäre hier der Leistungsantrag? Was müsste er dazu sagen? Welche Leistung könnte er verlangen? Ja, möglicherweise kann er Schadensersatz gegen V geltend machen, aber was haben wir eben gesagt? Wer macht nach dem Aktiengesetz Schadensansprüche geltend? Gucken Sie mal ins Gesetz. Wer vertritt die Gesellschaft gegen den Vorstand? Der Aufsichtsrat als Versammlungsorgan. Genau, der Aufsichtsrat als Organ. Und wie fällt der Aufsichtsrat seine Entscheidungen? Wie handelt der Aufsichtsrat? Ja, was hat der Aufsichtsrat hier entschieden? Gegenansprüche. Das heißt, er selber kann dieses Anspruch nicht geltend machen. Was wäre noch ein denkbarer Leistungsanspruch, den er geltend machen könnte? Wenn Sie sich denken, er könnte ja hier auch gegen A und B klagen. Was könnte er nämlich sagen? Was sollen die sagen? Klage auf Zustimmung zu seinem Antrag. Ja. Genau. Möglicherweise hat er einen Anspruch gegen A und B auf Zustimmung zu dem Antrag gegen den Vorstand vorzugehen. Was meinen Sie, geht das? Kann man das durch Leistungsklage geltend machen? Gibt es eine Anspruchsgrundlage dafür, dass C persönlich gegen A und gegen B, dass die seinem Vorschlag zustimmen müssen? Wir brauchen eine Anspruchsgrundlage für eine Klage, damit es überhaupt einen Sinn macht. Hat er einen Anspruch gegen die beiden? Ja, aber wem gegenüber? Genau, wem steht gegenüber der Gesellschaft? Eben. Das heißt, er hätte maximal... Die Gesellschaft hätte vielleicht einen Anspruch gegen A und B, dass sie da die Ansprüche geltend machen, aber nicht unser C. Damit gibt es keine Möglichkeit, das C persönlich im eigenen Namen eine Leistungsklage zu erheben. Damit ist das der Subsidiarität kein Problem. Er kann sozusagen nicht sagen, stimmt zu. Er kann nur sagen, die Zustimmung, die ihr gemacht habt, ist treuwidrig. Was ist mit einer Actio pro Socio? Ja, geht ein Actio pro Socio. Wenn der also das ist ja eigentlich eine Klage des Gesellschaftlichen, des Aufsichtsrats. Ja. Das heißt, er klagt hier nicht als Gesellschafter, sondern er klagt als Organmitglied und ein Organmitglied gegen die anderen, das geht nicht. Sozusagen. Er kann nicht Ansprüche der Gesellschaft gegen die anderen Organmitglieder geltend machen. Gut, aber was ist das einzige Problem mit der Feststellungsklage? Was brauche ich für die Feststellungsklage nämlich noch, wenn Sie an 256 ZPO bzw. 43 VGO denken, das Gleiche, was braucht man immer für eine Feststellungsklage? Ein Feststellungsinteresse. Und warum könnte das hier problematisch sein? Warum will er dieses Urteil haben? Was hat er davon? Das ist die Testfrage. Bei einem Feststellungsinteresse fragen wir uns, was bezweckt er damit? Also er muss ja nach 116 sind ja die Vorschriften zur Arbeit anwendbar. Ja. Wenn er das nicht mehr gemacht, könnte er gegebenenfalls, könnte dieser Schadensersatzanspruch auch in seiner Person entstehen. Ja. Er
er nicht weiterverfolgt als Aufsichtsrat im Leben, weil er seine Beratungstätigkeit vernachlässigt hat bzw. pflichtwidrig gehandelt hat. Ja, also er will sich selber davor schützen, dass er hinterher in die Haftung kommt. Deshalb will er festgestellt haben, dass der Beschluss von damals rechtswidrig ist, um zu sagen, ich habe es euch ja gesagt. Das kann er hinterher im Haftungsstreit vorlegen und sagen, ich habe alles getan, was ich tun konnte, ich habe sogar geklagt, aber die haben trotzdem die Antwort nicht geltend gemacht. Damit käme er aus der Haftung raus. Sonst könnte er sich nicht vernünftig verteidigen und sagen, ich habe dagegen gestimmt, das wäre sozusagen nicht hinreichend. Deshalb hat er ein Fälschungsinteresse, um seine eigene Haftung auszuschließen. Gut, damit kann er sozusagen auf Feststellung klagen, er hat ein Fälschungsinteresse. Wer ist der Beklagte? Gegen wen muss er klagen? Ja, in der Tat, beklagt ist nicht etwa A und B oder der Aufsichtsrat als solcher, sondern beklagt ist die Gesellschaft. Es ist eine Klage des A gegen die Gesellschaft. Ja? Jetzt gucken wir weiter. Ist die Klage denn begründet? Wann ist die Klage begründet? Ja, wenn eine Pflicht des Aufsichtsrats besteht, Ansprüche gegen V geltend zu machen. Gibt es so eine Pflicht? Muss der Aufsichtsrat Ansprüche gegen V geltend machen? Ja, diese Arbeitgeberentscheidung, die gründet sich immer. Ja. Es sei denn, es gibt übergeordnete Gründe des Gesellschaftsbundes, die mit dem stehen. Genau. Also grundsätzlich muss der Aufsichtsrat immer alle Ansprüche geltend machen, wenn er davon ausgeht, erstens, dass die Geltendmachung Aussicht auf Erfolg hat und zweitens, keine entgegenstehenden Gründe des Gesellschaftswohls vorliegen. Würden Sie sagen, die Geltendmachung von Ansprüchen gegen V hat hier hinreichende Aussicht auf Erfolg? Was ist die Anspruchsgrundlage? Ja, der könnte aus 93 Absatz 2 Satz 1 haften. Ja. Ja, würden Sie sagen, hier bei diesem Darlehen muss er sich gründlich informieren? Das war doch ein Freund von ihm und der hat ihm das doch versprochen und es sind doch nur 500.000 Euro. Ist doch. Also, ich würde das eher an den Prüfungspunkt des Handelssymbols der Gesellschaft im Rahmen des deutschen Symbols aufhängen, weil die ZGmbH ist in der Gastronomie tätig, die AAG im Automobilsektor, also die haben von den Geschäftsbeziehungen überhaupt nichts miteinander zu tun. Dieses Darlehen ist zwar zum üblichen Marktsatz, aber er lässt sich keine Sicherheiten bestellen. Ja, Frage, ist das ein Problem des Wohles der Gesellschaft? Würden Sie sagen, der Vorstand einer Automobil AG darf im Gastronomiesektor keine Darlehen vergeben? Ja. Ja. In der Tat, die Grenze ist natürlich der Unternehmensgegenstand, aber in der Praxis steht da meistens drin, wir machen Handel in allen Gegenständen aller Art, da würde man sagen, das kann irgendwie noch drunter fallen. Dass die praktisch sozusagen nur Autos verkaufen, ist meistens egal. Aber es ist nicht das Problem des Wohles, weil es wäre eine andere Sache, wenn er keinen Zinsen verlangt hätte oder ähnliches, wenn das sozusagen ein zinsloses Darlehen gewesen wäre, aber ein Darlehen zum Marktzins ist erstmal wertneutral. Wenn derjenige solvent gewesen wäre, hätte man gesagt, who cares, das darf er schon machen. Aber hier ist derjenige halt böse, insoweit, als er keine vorherige Solvenzprüfung durchgeführt hat. Damit hat er seine Sorgfaltspflichten verletzt, sich nicht angemessen informiert und damit haftet er nach 93. Das heißt, Aussicht auf Erfolg haben wir auf jeden Fall, den kriegen wir in Anspruch genommen. Zweite Frage, gibt es überwiegende Gründe des Gesellschaftswohls, die dem entgegenstehen können, den Menschen in Anspruch zu nehmen? Was könnte dagegen sprechen?
Welche Argumente würden Sie hier auffahren, wenn Sie der Vorstand wären? Das sind relativ wenig Argumente, die Sie da sagen können. Was können Sie sagen? Was ist denkbar? Und wie letztes Mal kann man natürlich immer sagen, es schadet ja die Reputation und dann könnte man sagen, der Aufsichtsrat kann ja auch noch keine Bundesstufe verkraften. Also schlimm ist gar nicht und der Reputationsschaden ist höher. Ja, in der Tat, Sie können sagen, der Schadensumfang ist so niedrig, dass der Reputationsschaden größer wäre als der Gewinn durch die erfolgreiche Geltendmachung. Würden Sie sagen, das ist hier der Fall? Was meinen Sie, wie hoch ist der Reputationsschaden und wie würden Sie das einschätzen? Wenn es rauskommt, Daimler-Chef hat besten Kumpel 500.000 Darlehen gegeben, Geld ist futsch, Fragezeichen oder Ausrufungszeichen. Vetternwirtschaft bei Daimler. Wäre der Reputationsschaden wahrscheinlich dann größer, wenn man nicht vorgehen würde. Also das wäre ja öffentlich schwer zu vermitteln. Ja, wenn die Öffentlichkeit das weiß. Weiß die Öffentlichkeit sowas? Gucken Sie mal, erfährt die Öffentlichkeit, was der Aufsichtsrat weiß? Was ist der Trick beim Aufsichtsrat? Wenn Sie mal 116 gucken, so, steht ausdrücklich noch drin, worauf er besonders achten muss. Satz 2, um es ganz deutlich zu sagen. Ja, Verschwiegenheit, ne? Also er darf eben nicht, das ist ja auch, deswegen ist auch das Fragerecht eingeschränkt, der Aktionäre soll eben nicht alles nach außen bringen. Ja, also die Aktionäre werden im Zweifel gar nicht erfahren, was mit den 500.000 passiert ist. Dann sagt man, ja, Fehlinvestitionen, steht halt in der Bilanz. Aha. Ja, also die Bild-Zeitung kriegt alles raus. Sie wissen, oder Team Wallraff ermittelt, das kann alles passieren, RTL oder sowas. Ja, in der Tat, die Gefahr, dass es rauskommt, ist da. Und was sagen diese 500.000 Euro? Ist das Peanuts bei Daimler? Wie viele Autos müssen wir dafür verkaufen? Kommt drauf an. Wie viele S-Klasse Limousinen bester Art müssen die verkaufen für eine halbe Million? So 4 oder 5. Ja. Ja, so hoch ist die Gewinnspanne auch nicht, die werden es nicht glauben. Um was geht es, um den Gewinn? Um den Gewinn, natürlich. Die müssen ja die 500.000 wieder reinholen. Ja, ich würde mal sagen, 12 Stück müssen sie verkaufen. Das heißt in der Tat, eine halbe Million ist Taschengeld. Ja, also meinen Sie, überwiegende Gründe des Gesellschaftswohls? Halbe Million, mehr oder weniger, kommen. Gessen und vergeben. Nein, natürlich nicht. Das müssen Sie geltend machen. Also da gibt es keinen Grund. Also wenn es jetzt 50 Euro wäre, würde man sagen, okay, da ist der Aufwand das nicht wert, dass man sozusagen sagt, hier Daimler-Vorstand hat sich mit 50 Euro in der Kasse bedient, aber bei einer halben Million muss man sagen, das ist so die Schmerzgrenze, wo man sagt, okay, das ist dann schon peinlich, das sollte man schon aufdecken. Ansonsten würden Sie sagen, ja, aber dann ist der halt arm, der ist aber so hart, Schicksal der Kerl und halbe Millionen und die Kinder studieren alle in Bonn und brauchen so viel Geld. Wenn der jetzt so eine halbe Million zahlt, muss das Kind das Studium abbrechen. Geht das? Ja,
Außerdem müssen Sie was überlegen für diese 500.000, wenn Sie die einklagen. Was kriegen Sie am Ende raus, wenn Sie gewinnen? Ja, und was hat der Titel für einen Vorteil? Wenn derjenige kein Geld jetzt hat, bei einer natürlichen Person, was können Sie mit einem Titel machen? Was ist der Witz eines Titels? Sie können ihn vollstrecken, ja, aber der hat ja jetzt kein Geld. Aber was können Sie mit einem Titel nächstes Jahr noch machen? Was können Sie mit einem Titel in 10 Jahren noch machen? Vor jedem 30 Jahren. Ja, Sie haben 30 Jahre Zeit. Dass der 30 Jahre lang nie auf 500.000 Euro kommt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, selbst wenn ein Jahreseinkommen nur von 50.000 hat, dann kriegen Sie 20.000 jedes Jahr, dann kommen Sie bei 30 Jahren auf 600.000 Euro. Ja, kein Problem. Ja? Also, bei 30 Jahren mit Ratenzahlung, dann kommen Sie ganz luxuriös zum Ziel. Das ist ganz entspannt. Sie können den Leuten sozusagen so viel Geld wegnehmen über 30 Jahre, das merkt er gar nicht. Also dieses Argument ist bei 500.000 überhaupt kein Problem. Bei 30 Jahre Titel, ich habe kein Geld, das ist Quatsch. Also in der Tat, wenn es um 100 Millionen geht, würde ich sagen, dass er daran kommt, ist recht unwahrscheinlich. Aber 500.000, das sind Peanuts. Ja, auch für den. Gut. Also, unser Ergebnis ist was? Was wird das Gericht entscheiden? Was wird das Gericht entscheiden auf den konkreten Antrag? Man kann ZPO-Vorlesung hier, aber es ist ein Feststellungsantrag. Es wird nicht entscheiden, dass der Vorstand Schadensersatz zahlen muss, sondern was wird das Gericht entscheiden? Ja, dass der Aufsichtsrat Ansprüche gegen den Vorstand geltend machen muss. Das heißt, es ist ein schlichter Feststellung, der drin steht, der Aufsichtsrat muss Ansprüche gegen den Vorstand geltend machen. Punkt. Das steht da drin. Es wird festgestellt, dass der Aufsichtsrat Ansprüche gegen den Vorstand geltend machen muss. Was war dafür der Grund? Dass er sich hinterher exkulpieren kann nach 116 und sagen kann, hier, ich habe ja sogar ein Urteil erstritten, mehr konnte ich nicht tun, um die Gesellschaft zu schützen. Gut. Nein, nicht, dass er außer die Ansprüche geltend machen muss. Nee, oder also die Feststellung, ja genau. Also genau, deshalb ist er nur eine Feststellung. Vertreten durch den Vorstand. Ja. Okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu dem, mit dem Prüfungspunkt des überwiegenden Interesses. Mhm. Wenn man da quasi die Prüfschäden potenziell damit einbeziehen könnte, kontaktiert das nicht ein bisschen auf mich als Aufsichtsrat, eben gerade Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vorstand geltend zu machen, weil oft ist es ja so, dass wenn der Vorstand Blödsinn gemacht hat, ist es ja eigentlich immer für eine Gesellschaft schlecht, also wenn das Medien. Ja, aber schlecht alleine reicht nicht. Sozusagen der Aufsichtsrat muss sich überlegen, ich verwalte hier das Geld der Aktionäre und wird, wenn ich sozusagen die Klage erfolgreich geltend mache, das Geld der Aktionäre mehr oder weniger. Also würde bei Erfolg der Klage das Vermögen der Gesellschaft verringert oder erhöht. Und er muss eine Prognose treffen aufgrund von sachlichen Umständen. Das heißt, er muss sich informieren und sagen, okay, nach aktuellem Stand würden die Rufschäden so hoch sein, dass wir dadurch erhebliche Verluste machen würden. Der häufigste Fall ist, wenn dadurch sozusagen weitere Klagen von Aktionären kämen, die sagen hier, Fehlinformationen auf dem Kapitalmarkt, oder wenn Dritte geschädigt sind, dass sie sagen, oh ja, schön, dass ihr uns die Beweislast abgenommen habt für § 31 BGB, denn wir wollten immer schon mal gegen euch klagen, jetzt habt ihr euer eigenes Verschulden bewiesen und deshalb können wir das ja relativ leicht machen. Also davor hat man halt Angst. Und das muss einkalkuliert werden. Und wenn es so ist, dass die Gesellschaft insgesamt Verluste macht, liegt es nicht im Interesse der Aktionäre und erst recht nicht im Interesse der Allgemeinheit, dass dieser Anspruch Geld gemacht wird, weil man dann eine Verlustspirale hat. Also der Aufsichtsrat ist nicht so eine Art Staatsanwalt, der bei jedem Einschreiten aktiv werden muss, Legalitätsprinzip, sondern der soll schon nur dann tätig werden, wenn es auch wirklich einen Gewinn für die Gesellschaft bringt. Kein Tätigwerden um jeden Preis. Der ganz deutliche Fall wäre halt, wenn es wirklich einen Kartellverstoß gäbe, der noch nicht aufgedeckt ist. Der Aufsichtsrat entdeckt, es gibt eine Absprache mit der Konkurrenz
Und dann ist die Frage, soll er schon mal vorsichtshalber Schadensansprüche geltend machen, damit das Bundeskartellamt auch richtig seine Bußgelder verhängen kann? Das ist halt ein bisschen riskant. Das muss man sich praktisch überlegen und deshalb muss man da eine Abwägung treffen. Wie wäre das denn zum Beispiel bei sowas wie dieses Skandal? Also dann, wenn der Aufsichtsrat das dann nicht macht, also das wäre ja dann auf jeden Fall ein erheblicher Schaden für die Gesellschaft, aber auf der anderen Seite macht er sich ja selber dann wiederum schadensersatzpflichtig, wenn er quasi weiß, dass Gesetzesverstöße... Ja, er muss den Gesetzesverstoß abstellen, also Unterlassung muss auf jeden Fall verlangen. Das ist nicht das Problem. Und auch Beseitigung von Folgen. Aber in dem Moment, wo er Schadensersatz geltend macht, besteht die Gefahr, dass sich andere dranhängen. Dass er sozusagen anderen Leuten damit erst recht sozusagen zeigt, es lohnt sich gegen uns zu klagen, denn wir sind selber der Meinung, dass der Antwortsrecht Erfolg hat, weil wir unseren Vorstand Regress nehmen. Das heißt, gerade bei diesem Dieselskandal stellt sich das konkrete Problem, eröffne ich durch die Erhebung der Schadensersatzklage im Vorstand nicht den Beweis, dass hier vertreten müssen der Gesellschaft vorliegt, dass wir sozusagen wussten, dass es war. Denn ich muss ja dem Vorstand sozusagen zeigen, dass er schuld war, damit zeige ich auch, dass ich die Gesellschaft schuld war und damit mache ich dem Dritten sozusagen die Klage leichter. Aber in der Tat, abstellen muss ich den Gesetzesverstoß, soweit es geht. Aber Schadensersatz kann ich ausnahmsweise abwenden, wenn ich nachweisen kann, dass bei Geltendmachung das Vermögen der Gesellschaft insgesamt weniger würde als ohne die Geltendmachung. Und das ist halt eine Abwägung im Einzelfall. Reputationsschäden genügen grundsätzlich nicht, weil die regelmäßig nicht bezifferbar sind, außer bei ganz minimalen Schäden, also hier 50 Euro, 100 Euro, wo man sagt, das spielt in der Summe keine Rolle, aber der Rufschaden wird die 50 bis 100 Euro auf jeden Fall übersteigen und deshalb kann ich das sozusagen als höheres Interesse geltend machen. Bei allem, was hier so in die 100.000 reingeht, wird es sehr schwer zu sagen, der Rufschaden erreicht mindestens diese Höhe. Er kann ja nicht klagen, solange noch kein Schaden da ist, weil dann der Anspruch ja noch nicht besteht. Es ist eine anspruchsbegründende Voraussetzung, dass ich den Schaden beziffern kann und sagen kann, ich will von dir 100.000 Euro. Wenn ich sage, ich will von dir jeden Schadensersatz haben, kann ich eine Feststellungsklage erheben, aber die hemmt die Verjährung nicht. Das nützt mir also nichts. Also deshalb muss der Aufsichtsrat halt warten, bis der Schaden schon da ist und dann kann er das Geld sich wiederholen. Also nicht sich, sondern der Gesellschaft natürlich. Gut, also das ist das Verhältnis von Aufsichtsrat und Vorstand. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und er hat gewisse Eingriffsbefugnisse. Zum einen kann er Zustimmungsvorbehalte vereinbaren, zum anderen kann er mit Unterlassungsansprüchen, Beseitigungsansprüchen und Schadensansprüchen rechtswidriges Verhalten unterbinden und die Gesellschaft wieder in den Stand versetzen, den sie ohne die Ansprüche gehabt hätte. Die zweite Problematik, die sich beim Aufsichtsrat immer stellt, ist die interne Organisation. Und traditionell war der Aufsichtsrat eine Art Vertreterversammlung der Aktionäre. Das heißt, die Aktionäre wählten sich ihre schlausten, besten und liebsten aus und die spielten dann den Aufsichtsrat und kamen öfter mal zusammen als die Hauptversammlung. Das System hat sich in den letzten 100 Jahren erheblich geändert. Heute soll der Aufsichtsrat nicht nur die Interessen der Aktionäre repräsentieren, sondern auch die Interessen der Allgemeinheit. Das wird sichergestellt, indem Repräsentanten der Arbeitnehmer drin sind, im Rahmen der Mitbestimmung, aber auch durch so Überlegungen wie Diversity. Wissen Sie, was Diversity ist? Das heißt, Sie müssen Männer und Frauen, Deutsche und Ausländer, Behinderte und Nichtbehinderte, Schlaue und Dumme, Junge und Alte, alles müssen Sie gut durchmischen, Sie müssen quasi möglichst ein breites Spektrum abdecken. Warum macht man das? Weil man sagt, dadurch kommen alle Interessen zusammen und jeder hat einen kritischen Blick, weil er seine eigenen Interessen vertritt und man kriegt das optimale Ergebnis. Wenn alle nur Männer um die 60 sind, die Zigarrenraucher sind, dann werden die eh alle immer einer Meinung sein, da hat man keine neutrale Überwachung, sondern das sind alles Vettern und die machen eh, was sie wollen. Und
Interessanterweise wird der Aufsichtsrat immer professioneller. Früher war es so, Aufsichtsrat machte man mal so abends zwischen 8 und 9, nach dem Motto, okay, ich komme von der Arbeit nach Hause, jetzt noch eine kurze Aufsichtsratssitzung und dann ins Bett. Heute ist Aufsichtsrat für viele Leute eine Vollzeitbeschäftigung. Die sind dann in 3 Aufsichtsräten und machen dann da sehr viel Zeitaufwand. Der Aufsichtsrat ist heute ein richtiger Job, wo sie auch viel Zeit investieren müssen. Das ist der Bedeutungswandel des Aufsichtsrates. In der Formalität hat sich trotzdem wenig geändert. Der Aufsichtsrat wird im Grundsatz durch die Hauptversammlung gestellt, nach 101, wobei die einfache Mehrheit für die Wahl reicht und eine Bindung an Wahlvorschläge nicht besteht. Das bedeutet, Sie können auf der Hauptversammlung aufstehen und sagen, ich kandidiere und dann darf für Sie gestimmt werden. Ja? Also spontan Kampfkandidatur und sagen, ich möchte den Aufsichtsrat und dann gucken wir mal, ob Sie einen Erfolg haben. Ich kann nicht sagen, das klappt eh nicht, aber wäre zumindest mal ein lustiger Auftritt. So, das Aktiengesetz erlaubt aber auch andere Sachen und zunächst mal erlaubt es Entsendungsrechte. Das sind die Fälle, wo der Großaktionär in der Satzung vorgesehen hat, dass er ein Sonderrecht hat, eine bestimmte Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern zu entsenden, ohne Wahl. Insbesondere bei kommunalen Gesellschaften sehr wichtig, die haben die Stadtwerke, wo dann gesagt wird, die SPD-Fraktion im Stadtrat stellt ein Aufsichtsratmitglied, die CDU-Fraktion stellt ein Aufsichtsratsmitglied und die Linkspartei stellt auch eins. Damit man die alten Politiker unterbringen kann, kann man es halt so reinschreiben. Das sind die Entsenderechte. Aber wenn Sie in 101 sehen, das schließt nicht die Wahl aus, sozusagen nur Zusatzmitglieder, die Sie damit auffüllen können. Dann sagt 104 dasselbe wie 29 BGB. Sie können ausnahmsweise, wenn ein Aufsichtsratsmitglied fehlt, dadurch der Aufsichtsrat handlungsunfähig war, bis zur nächsten Wahl durch ein Gericht Aufsichtsratsmitglieder bestellen. Der Grund dafür ist zum Beispiel, wenn Sie keinen Vorstand mehr haben und keinen Aufsichtsrat, weil die alle abgehauen sind wegen der Krise der Gesellschaft, dann können Sie die entstandenen Lücken wieder füllen lassen, damit überhaupt eine Hauptversammlung einberufen werden kann. Denn die Einberufung muss irgendwie erfolgen, grundsätzlich durch den Vorstand. Wenn der aber weg ist, muss ein neuer Vorstand bestellt werden. Die Bestellung geht aber nur durch den Aufsichtsrat. Wenn kein Aufsichtsrat da ist, ist auch kein Vorstand. Deshalb Notbestellung durch das Gericht. Und last but not least, was wir hier als letzten Punkt auf unserer Agenda haben, die unternehmerische Mitbestimmung. Ausnahmsweise werden Aufsichtsratsmitglieder nicht durch die Hauptversammlung gewählt, sondern von den Arbeitnehmern. Und die Arbeitnehmer bilden dann die Hälfte des Aufsichtsrates. Das ist ein relativ schwieriges Wahlverfahren, weil halt jeder Arbeitnehmer in jedem Betrieb in Deutschland so einen Zettel ausfüllen muss und sagen muss, wen er haben möchte. Das ist also nicht wie auf der Hauptversammlung, wo alle nicht zusammenkommen, sondern man hat wirklich dann so Wahlzettel, die in den Betrieben verteilt werden. Das Aufsichtsratsmitglied muss seine Wahl annehmen, selbst dann, wenn es mit Zustimmung kandidiert hat. Also nach der Wahl müssen Sie nochmal Ja sagen, sonst wird das nichts. Niemand kann gegen seinen Willen Aufsichtsrat werden. Und diese Annahme kann auch konkludent erfolgen, indem Sie schlicht die Tätigkeit aufnehmen. Der Aufsichtsrat braucht mindestens 3 Mitglieder. Das heißt, ein einköpfiger Aufsichtsrat geht nicht, ein einköpfiger Vorstand dagegen schon. Früher musste der Aufsichtsrat immer eine durch 3 teilbare Zahl haben. Heute brauchen Sie die 3-Teilbarkeit nur bei der Mitbestimmung. Der Grund dafür ist, dass Sie da immer paritätisch handeln müssen. Das heißt, Sie müssen für jeden Arbeitnehmervertreter einen Vertreter der Anteilseigner haben und Sie müssen einen Vorsitzenden haben, der ein Doppelstimmrecht hat. Die Satzung kann aber die Zahl frei bestimmen. Sie können also bei einer nicht mitbestimmten AG sagen, Sie haben 4, Sie haben 5, Sie haben 6, Sie haben 7, Sie haben 9. Das kann die Satzung frei regeln. 95 sieht aber Obergrenzen vor und die Obergrenzen richten sich danach, wie groß die Gesellschaft ist. Das heißt, Sie haben bis zu 21 Mitglieder im Aufsichtsrat. 21 Personen sind schon ganz schön viele, das können Sie sich praktisch vorstellen. Wenn die sich auf irgendwas einigen sollen, können Sie auch gleich, also nicht eine Vorlesung machen. Im Mitbestimmungsgesetz sind die nicht an die Größe der Gesellschaft gekoppelt, also nicht an das Kapital, sondern an die Zahl der Arbeitnehmer. Das heißt, es hängt davon ab, wie viele Arbeitnehmer Sie in Deutschland beschäftigen.
und sie kommen auch da auf bis zu 21, je nachdem, wie viele Arbeitnehmer in Deutschland angestellt sind. Nach 108 Absatz 2 Satz 3 ist der Aufsichtsrat nur beschlussfähig, wenn mindestens 3 Personen anwesend sind. Fehlen Aufsichtsratsmitglieder, können keine wirksamen Beschlüsse gefasst werden. Das heißt, es ist nicht wie zum Beispiel im Vorstand oder im Verein, wo einer alleine entscheidet, wenn die anderen einfach nicht kommen. Also Sie können einen Verein gründen, wenn Sie da einen Vorstand haben mit 10 Mann und Sie sind der Einzige, der kommt, können Sie alles alleine entscheiden, weil immer die Mehrheit zählt und mit alleiniger Stimme haben Sie 100% Mehrheit. Im Aufsichtsrat dürfen in Deutschland nur Menschen sitzen. Das ist eine brillante Erkenntnis. Das ist, wie gesagt, nicht zwingend. Es gibt Staaten, die sagen, juristische Personen können Organ von anderen juristischen Personen sein. In Deutschland wird das auch vertreten für den Verein nach BGB. Wir sagen, im Vereinsvorstand kann auch eine GmbH sitzen. Ob das wirklich alles so zwingend ist, weiß man nicht. Im Aktiengesetz ist es auf jeden Fall geregelt und es ist zwingend wegen § 23.5. Das heißt, Sie können nicht sagen, wir wollen die A GmbH als Vorstand der B AG haben. Zweitens haben wir in 100 Absatz 2 Nummer 1 eine absolute Grenze für die Zahl der Aufsichtsratsmandate, die Sie parallel haben dürfen. Der Grund dahinter ist, wir wollen, dass die Leute nicht sich so sehr verzetteln und möglicherweise Interessenkonflikte haben, weil sie bei Konkurrenzunternehmen tätig sind. Daher soll man das absolut begrenzen. Außerdem haben wir bestimmte Unvereinbarkeiten, Überwachung in bestimmten Stufen von Gesellschaften und so weiter, nach 100 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3. Ja. Rechtsfähige Personengesellschaften gehen auch nicht, es müssen Menschen sein. Nur Menschen. So, dann hat der Gesetzgeber vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, 100 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 eingefügt. Und diese Norm ist eine ganz interessante. Das ist eine sogenannte Cooling-Off-Period, wie man so schön sagt. Eine Abkühlperiode, die Idee hat, wenn Sie bisher Vorstand sind, dürfen Sie nicht direkt in den Aufsichtsrat wechseln. Können Sie sich denken, warum diese Regelung so gemacht worden ist? Ist es nicht sinnvoll, wenn der Vorstand in den Aufsichtsrat wechselt? Der kennt das Unternehmen ja wenigstens. Er müsste ja gegebenenfalls Ansprüche gegen sich selber verfolgen. Also wenn nach dem Wechsel herauskommt, typischerweise kommen ja so Morschelei und Machenschaften und so weiter nicht sofort raus, sondern eben erst nach einem Jahr beispielsweise. Wenn er dann im Aufsichtsrat sitzt, müsste er ja darüber entscheiden, ob Schadensersatzansprüche gegen ihn selbst geltend gemacht werden. Er wird dann wahrscheinlich bei der Abstimmung ausgeschlossen sein, weil er selbst betroffen ist. Aber er hat ja trotzdem unmittelbaren Einfluss auf die anderen Aufsichtsratsmitglieder. Ja, in der Tat, das ist ein typisierter Interessenkonflikt. Man sagt, erstens müsste er möglicherweise gegen sich selber vorgehen, zum Zweiten aber vor allen Dingen auch gegen seine ehemaligen Kollegen und das möchte er im Zweifel nicht. Das heißt, wir vermuten, dass er nicht neutral überwachen kann. Aber es war eine politisch sehr umstrittene Regelung und deshalb sehen Sie, hat die Regelung eine Ausnahme. Sie sagt nämlich, wenn die Wahl auf Vorschlag von Aktionären erfolgt, die mehr als 25% der Stimmrechte halten, dann darf man ihn doch wählen. Und wenn Sie sich das in der Praxis vorstellen, dann bedeutet das was? Was kann der Mehrheitsaktionär machen? Was wird er auch tun, wenn er den Vorstand seines Vertrauens hat? Relativ offensichtlich. Wenn Sie 25% oder mehr haben, was in den meisten Gesellschaften irgendeiner hat, dann können Sie in der Tat die Vorstandsmitglieder in den Aufsichtsrat setzen und sagen, wir behalten die Kompetenz da und wir sparen uns die Cooling-Off-Period. Das Zweite, was Sie hier sehen, ist, das Ganze gilt nur für börsennotierte Gesellschaften. Das gilt also nicht für Gesellschaften, die nicht börsennotiert sind. Weil man sagt, da haben die Aktionäre eh sozusagen die Gelegenheit, sich auseinanderzusetzen. Und wenn 50% der Anwesenden der Meinung sind, dann kann das, dann reicht das. Das heißt, bei der nicht börsennotierten Gesellschaft vertraut man auf die Aktionäre, bei der börsennotierten vertraut man darauf, dass
der Mehrheitsaktionär das nur dann macht, wenn er dem wirklich vertraut. Interessanterweise ergänzt der Corporate Governance Codex der Wechsel in den Vorsitz des Aufsichtsrates soll eine gegenüber der Hauptversammlung zu begründende Ausnahme sein. Das heißt, man muss sagen, wenn dieser Mensch, der vom Vorstand kommt, auch noch Vorsitzender des Aufsichtsrats werden soll, dann muss ich aber auch ausdrücklich noch besondere Gründe angeben. Wenn ich keine Gründe angebe, muss ich begründen, warum ich das nicht begründet habe, was irgendwie auch schwierig ist. Ja, Sie müssen dann erklären, ich finde das nicht sinnvoll, das zu begründen, weil das ist peinlich. Oder mir fallen keine Gründe ein oder was auch immer Sie dann sagen wollen. Ansonsten können Sie aber in der Tat vom Vorstand in den Aufsichtsrat gehen. Der Corporate Governance Codex stellt strengere Neutralitätsanforderungen auf. Er sagt nämlich, es muss eine nach Einschätzung des Aufsichtsrats angemessene Zahl unabhängiger Mitglieder vorhanden sein. Und dann wird definiert, was das unabhängig bedeutet, nämlich Unabhängigkeit soll fehlen, wenn das Mitglied einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung erstens zur Gesellschaft, zweitens zu Organmitgliedern und drittens zu einem kontrollierenden Aktionär steht. Das heißt, wenn ich sozusagen der Bruder des Mehrheitsaktionärs bin oder ähnliches, dann gelte ich nicht als unabhängig. Allerdings sagt das Gesetz nicht, oder sagt der Corporate Governance Codex nicht, dass alle Mitglieder unabhängig sein müssen, sondern nur eine angemessene Anzahl. Ja, das ist schon sehr souverän formuliert. Und das Gesetz sagt weiter, oder der Codex sagt weiterhin, es sollen nicht mehr als 2 ehemalige Vorsitzmitglieder sein. Das heißt auch da, erstens eine Sollvorschrift, Sie können theoretisch alle durch Vorsitzmitglieder ersetzen. Voraussetzung dafür ist aber, dass Sie begründen, warum Sie das für sinnvoll halten. Und der Grund kann immer nur lauten, die halte ich für kompetent und deshalb finde ich die Regelung Quatsch. Diese Verschärfung soll sicherstellen, dass da wirklich sinnvoll überwacht wird und Sie müssen begründen, warum Sie weniger Mitglieder haben wollen, die unabhängig sind, warum es also alles Ihre Familie ist. Wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie halt ein Problem mit Ihrer Kodexerklärung. Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, der Verstoß hat also nicht einfach zur Folge, dass dann irgendwie die Wahl unwirksam ist oder ähnliches. Die einzige Folge des Verstoßes ist, dass Sie das begründen müssen. Sie müssen also erklären, warum Sie diese Regelung für unsinnig halten. Unabhängig davon kann natürlich immer im Einzelfall Interessenkonflikt auftreten, etwa weil es um einen Vertrag geht mit jemandem, den Sie kennen oder ähnliches, dann müssen Sie sich enthalten und sagen, ich kann bei dieser Entscheidung nicht abstimmen, weil ich bin befangen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie eine Pflichtverletzung auf 116 und können hinterher auf Schaden in Anspruch genommen werden, wenn aus dieser Beteiligung an der Abstimmung ein Schaden entsteht. Wenn diese Konflikte zunehmen, weil sozusagen Sie den Vorstandsvorsitzenden geheiratet haben, was man ja kann, das ist ja nicht verboten, dann müssen Sie möglicherweise Ihr Mandat niederlegen und sagen, ich kann nicht mehr neutral entscheiden, weil ich jetzt eine so enge Beziehung zu diesem Vorstand aufgebaut habe, dass eine Überwachung nicht mehr gewährleistet ist. Gibt es da auch so eine Treuepflicht oder steht das? Da steht nirgendwo. Das ist schlicht die allgemeine Treuepflicht des Aufsichtsrats, der sozusagen selber beurteilen muss, ob er in der Lage ist, sein Mandat zu erfüllen. Und sonst haftet er halt, wenn er nicht die Sorgfalt eines ordentlichen Aufsichtsorgans anwendet, nach 116. Das liegt wahrscheinlich ein bisschen an dem Entscheidungsspielraum des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds selber. Also er kann auch durchaus sagen, okay, ich bin zwar jetzt mit dem Vorstandsmitglied verheiratet, bin aber trotzdem in der Lage. Klar. Es gibt kein gesetzliches Verbot dagegen, dass Leute verheiratet sind. Das ist erstmal, man darf heiraten, also es ist nicht verboten gesetzlich. Solange die Maßnahmen trennbar sind, kann ich sozusagen mich immer enthalten. Sobald es aber sozusagen Überhand nimmt und ich sage, okay, ich kann das Gesamthandeln nicht mehr beurteilen, ohne auch gleichzeitig meine Befangenheit zu berücksichtigen, muss ich aufhören. Also wenn sozusagen die Vermischung so stark wird, dass ich sozusagen nicht mehr trennen kann und sagen kann, okay, das ist da und das ist da, dann muss ich aufhören. Der typische Fall ist halt der Vorstandsvorsitzende, der bei fast allen Sachen dabei ist. Da kann ich sagen, okay, immer dann, wenn es über den Vorstandsvorsitzenden geht, gehe ich raus.
Weil es gibt kaum eine Handlung des Vorstandes, wo der nicht sozusagen seine Hände mit drin hat. Und dann kann ich sozusagen meine Tätigkeit nicht mehr ausüben, weil ich bei fast allen Entscheidungen den Raum verlassen muss. Dann kann ich auch gleich sein lassen. Ja. Dann kommen wir zu dieser tollen Regelung mit der Geschlechterquote. Sie erinnern sich, wir haben bei der Geschlechterquote schon beim Vorstand geguckt. Da haben wir diese softe Quote. Man soll Zielvorgaben machen und dann immer wieder gucken, hat man das Ziel erreicht? Und dann, ach nee, dieses Jahr doch nicht. Und dann sagt man halt, Ziel wurde nicht erreicht. Beim Aufsichtsrat haben wir über diese Flexi-Quote hinaus auch eine starre Quote. Und die starre Quote lautet, bei allen börsennotierten Gesellschaften, die dem Mitbestimmungsgesetz unterliegen, gilt, dass der Aufsichtsrat 30% Frauen und 30% Männer haben muss. Jetzt würde man sagen, was mit den Leuten, die das dritte Geschlecht haben, welche Quote kriegen die? Die kriegen halt keine Quote. Die sind nicht berücksichtigt. Verfassungswidrig, wer weiß. Jetzt kann man eine Verfassungsbeschwerde einlegen. 3-1. Es gibt drei Geschlechter und nur zwei tauchen im Gesetz auf. So, 30-30. Frage, was ist mit dem Rest? Da sind ja 30 plus 30 macht 60% für alle, die mitgerechnet haben. Sie haben aber 100. Und was denken Sie, passiert mit den restlichen 40%? Die können entsprechend aufgeteilt werden, also die müssen halt nur mindestens 30% Frauen, dann können es wahrscheinlich auch 70% sein. Ja, also in der Tat, es können 70% Männer sein, es können 70% Frauen sein. Es muss nur halt 30% von jedem Geschlecht vorhanden sein. Jetzt kommt der lustige Teil. Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Das bedeutet, wenn Sie ein Unternehmen haben, wo die Anteilseigner alle Männer wählen, dann kann die Arbeitnehmerseite nur Frauen wählen. Ja, dann müssen die 30% von den Arbeitnehmern kommen. Sehr logisch, weil insgesamt heißt, wenn Sie 9 Mitglieder haben, dann müssen 3 Männer sein, 3 Frauen sein und 3 sind egal. Wenn die Anteilseigner ausschließlich Männer bestellen, dann müssen die Arbeitnehmer entsprechend Frauen bestellen oder umgekehrt. Ja, das heißt, insgesamt zu erfüllen. Das Gesetz sagt aber weiterhin, widerspricht die Seite der Anteilseigner oder Arbeitnehmer aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses der Wahl der Gesamterfüllung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden, jetzt kommt's, so ist der Mindestanteil für diese Wahl jeweils getrennt zu erfüllen. Das bedeutet, wenn Sie einen Aufsichtsrat haben, mit, sagen wir mal, 12 Mitgliedern, dann werden 6 von den Arbeitnehmern bestellt und 6 von den Anteilseignern. Dann bedeutet das, wie viele von den Vertretern der Arbeitnehmer müssen Männer sein? Mindestens. Nochmal. 12 Mitglieder hat der Aufsichtsrat. 6 werden von den Arbeitnehmern bestellt, 6 von den Anteilseignern. Die Quote wird getrennt bestimmt. Was bedeutet das? Dass der Aufsichtsrat mindestens 2 Männer bestellen muss und 2 Frauenmänner. Wer muss die bestellen? Wie viele müssen insgesamt drin? Fangen wir damit mal an. Wie viele Männer müssen insgesamt da sein, mindestens? Bei 12 Leuten? 4. Wie viele von diesen 4 Männern muss dann die Arbeitnehmerseite bestellen? Das ist nicht schwierig. 2. Und wie viel müssen die Anteilseigner bestellen? Auch 2. Gut, das klappt wunderbar bei 12 Leuten. Das haben wir ja gerade festgestellt. Frage, geht das immer? Hat einer das Mitbestimmungsgesetz dabei? Oh, da muss ich mal wieder Internet aufrufen. 7 Mitbestimmungsgesetz. Jetzt kommt nämlich die Pointe. Achtung! Gucken wir uns die Varianten durch. 12 haben wir eben gehabt. Es gibt aber dummerweise auch 8 und 8. Was ist das Problem bei 8 und 8? Hallo? 30% von 8 ist jedenfalls keine ganze Zahl. Ja. 30% von 8, 30%, machen wir erstmal 30% von 16, fangen wir damit mal an, das ist der einfache Teil. Sind?
Das sind ja 16. Von jeder Seite 8. 8 plus 8. Wie viel sind 30% von 16? Mathe-Leistungskurs. Hm? 8 plus 8 sind 16. Davon 30%. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sie können 10% ausrechnen. Das sind 1,6. Und das mal 3 rechnen. 4,8. Wie sehen 4,8 Männer aus und 4,8 Frauen? Was würden Sie da tun? Ich frage nochmal rein praktisch. Sie würden aufrunden. Das heißt, wie viele Männer und wie viele Frauen sind es? 5 Männer und 5 Frauen. Das ist bei der Zusammenrechnung. Einverstanden? Jetzt kommen wir aber auf die geteilte Quote. Dann müssen wir nämlich rechnen wieder 30% von 8 für die einen und 30% von 8 für die anderen. Wie viele sind 30% von 8? Und was müssen wir bei 2,4 machen, rechnerisch? Abrunden. Das heißt, wie viele Männer müssen dann bestellt werden? Insgesamt 4. Und was ist die Pointe bei dieser Rechnung? Es geht ja schon auf. In der Summe haben Sie im einen Fall wie viel? Ja, also die Pointe ist, dass ich bei getrennter Bestimmung dann insgesamt unter 30% habe. Deswegen kann ich ja mir einfach kaum vorstellen, dass das geht. Oder? Doch, natürlich geht das. Gesetz sagt das. Aber es steht auch mindestens 30%, oder? Muss ich dann nicht immer aufrunden? Ja, dann kommen wir immer aufrunden. Was ist dann die Folge? Ja, dann ist es halt schlechter für mich getrennt zu berechnen, aber das ist dann irgendwie konsequent. Ja. Also Sie haben das Problem, wenn Sie immer aufrunden, dann kommen Sie dazu, dass Sie dann auf einmal einen Mann mehr haben oder eine Frau mehr haben. Dann müssen Sie nämlich 6 haben statt 5. Wenn Sie abrunden, haben Sie einen zu wenig, haben Sie 4. Ja? Frage, wenn Sie das Gesetz so angucken, was meinen Sie, wie ist das gemeint? Das ist eine spannende Frage. Das ist eine Rechtsstreitigkeit, kann man sagen. Wie lesen Sie hier den Satz 3? Den Satz 3. 6 oder 5? 6 oder 4, so rum. 5 wären es bei der Gesamtberechnung. Einverstanden? Dann sind wir bei Satz 2, der sagt, der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Dann ist es klar, Sie brauchen insgesamt 5 Arbeitnehmervertreter. 5 Männer oder 5 Frauen. Also Satz 3 sagt ja, es ist getrennt zu erfüllen. Und man würde dann wohl dahin gehen müssen, um zu sagen, wenn eine Seite nur 2 bestellt, dann genügt sie ihrer Pflicht nicht, weil es eben unabhängig davon ist. Unabhängig davon erfüllen muss, wie sie die andere Seite bestellt. Das tut sie nur dann sicher, wenn sie 3 bestellt. Mhm. Also Sie sagen Übererfüllung. Was ist denn, wenn man sagt, ja, wir können nichts dafür? Da steht, jede Seite muss ihre Pflicht erfüllen und es muss die Gesamtzahl erreicht werden. Da können wir ja nichts für, wenn die jetzt die Falschen wählen. Wir haben zuerst gewählt und damit sollen die anderen mal den Rest bestellen. Nochmal. Das Gesetz sagt, der Mindestanteil für diese Wahl muss von der Seite getrennt erfüllt werden. Was ist der Mindestanteil für diese Wahl? Ich würde auch sagen, wie der Kollege, mindestens jeweils 30%. Und wenn das halt dann, wenn ich aufrunden muss, dann muss ich aufrunden. Das ist doch, es geht doch um die Gleichbehandlung, beziehungsweise um die Diversity. Zwei Frauen mehr? Eine mehr, ja. Aber für Sie ist das halt, als Arbeitnehmerseite ist es halt blöd. Weil von den 8 Leuten, die Sie bestellen, sind schon mal 3 Frauen. Sind schon mal 3 gesetzt. Wenn Sie einen Betrieb haben, sagen wir mal Autoindustrie, wo es relativ wenig Frauen gibt, sozusagen, die da beschäftigt sind, haben Sie schon ein Problem mit den 30%. Das ist eine politische Frage. Nein, ich bin nicht gegen die Frauenquote. Ich bin nicht gegen die Frauenquote. Ich finde, die Frauenquote ist eine sinnvolle Sache. Das mache ich aber immer vormittags hier. Das Gesellschaftsrecht der Ökonomie ist die falsche Vorlesung, wo ich erkläre, warum die Frauenquote sinnvoll ist. Das ist die falsche Vorlesung. Das kann ich jetzt hier nicht diskutieren.
Hier geht es um die rein formale Frage, ob diese Berechnung sozusagen zu einer Benachteiligung führt. Und in der Tat, man sagt, es gilt immer eine Aufrundung, was aber zu erheblichem Widerspruch der Arbeitnehmer führt, die sich nämlich dadurch gegängelt fühlen. Die sagen, die Alterseigner können das ja gerne machen, aber wenn sozusagen jemand den Überschuss erfüllen muss, sind das immer die Anteilseigner, weil die haben die größere Auswahl. Wir sind ja eingeschränkter in dem Personenkreis, den wir wählen können. Es ist ja nicht so, als ob die Arbeitnehmer sozusagen sagen, wir wollen Professor Koch da sitzen haben oder Herrn Thüsing. Also die wählen halt immer Arbeitnehmer, Gewerkschaftsvertreter. Das ist auch noch geregelt. Und da sind halt nicht so viele Frauen, je nach Branche. Das heißt, das ist eine problematische Regelung. Vor allen Dingen, weil man die Gegenseite so zwingen kann, getrennt zu berechnen. Denn es reicht, wenn eine Seite sagt, wir wollen das so, dann müssen beide Seiten getrennt die Quote erfüllen. Das, was das Gesetz weitgehend außer Acht lässt, ist die Sachkompetenz. Es sagt zwar Männer und Frauen, aber es sagt nicht kompetente Menschen. Die einzige Regelung, wo das auftaucht, ist 100 Absatz 5. Und der knüpft nur an Gesellschaften, die kapitalmarktorientiert sind und sagt dann muss ein Mitglied des Aufsichtsrates über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung verfügen und die Mitglieder in ihrer Gesamtheit müssen mit dem Sektor vertraut sein. Was immer das auch heißen mag, auch der Arbeitnehmer am Fließband ist mit Autos vertraut. Ja? Das heißt, die Anforderungen nach dem Gesetz sind relativ niedrig. Das müssen wir ganz pragmatisch mal sagen. Wenn Sie an die Börse gehen wollen oder zumindest Anteile veräußern wollen, dann sollten Sie oder dann müssen Sie einen kompetenten Mann haben, der eine Bilanz lesen kann, aber sonst mit der Branche vertraut. Dabei kann es natürlich in der Praxis nicht bleiben. Sie können ja nicht das Marionettentheater hinsetzen und sagen, redet mal und viel Spaß in der Muppet-Show. So ist das nicht gemeint. Deshalb sagt der Kodex recht explizit, der Aufsichtsrat muss so zusammengesetzt werden, dass die Mitglieder insgesamt über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Dabei gilt eine Gesamtperspektive. Sie verwechseln da eine Sache. Wenn der Aufsichtsrat insgesamt sagt, er hat keine Ahnung, dann muss er sich Sachverständige holen. Das einzelne Aufsichtsratsmitglied kann das aber nicht so einfach machen, weil es zur Verschwiegenheit verpflichtet. Es kann nicht einfach hingehen und sagen, ich gehe mal hier zu einem Wirtschaftsprüfer und frage ihn mal, wie das denn so ist. Das kann er nicht so einfach machen. Der Einzelne hat diese Möglichkeit, nicht einfach Sachverständigenrat hinzuzuziehen. Der Aufsichtsrat als Gesamtgremium kann das machen. Wenn die sich einig sind, wir verstehen das nicht, wir brauchen jetzt Rat von PwC, dann können die das machen. Oder wir brauchen Rat von Freshfields. Aber der Einzelne kann nicht hingehen und sagen, ich gehe mal kurz auf Freshfields und frage mal, wie das so ist, weil ich zu blöd bin. Die Chance hat er nicht. Wie ist es mit den Arbeitnehmervertretern? Die werden ja gewählt. Also, die anderen werden auch gewählt. Bitte? Die anderen werden auch gewählt. Ja. Ja, aber nicht gegen ihren Wunsch. Also, man muss schon kandidieren. Auch die sind Aufsichtsratsmitglieder. Ja. Was ist mit der Kompetenz? Ja, das ist schlecht, wenn die dumm sind. Also, wenn sie nur aus politischen Gründen kandidieren, weil sie sagen, ich bin euer Mann, ist das riskant. Das müssen wir ganz. Das ist keine Seltenheit. Also, ganz so schlimm ist es nicht. Also, ich muss mal sagen, es gibt sehr viele sehr kompetente Arbeitnehmervertreter. Also, es wäre jetzt unfair zu sagen, das sind alles Idioten und. Die Böckler Stiftung tut da ganz viel Fortbildung, es ist ja so, die kriegen schon relativ viel beigebracht. Das sind auch nicht die Dümmsten, die da sitzen. Also dieses Argument, die Arbeitnehmervertreter sind alles Idioten, das ist einfach ein Klischee, da muss ich mich sehr gegen verwehren. Wenn ich da jetzt sagen würde, das sind alles Idioten, dann wäre es schlicht polemisch und unsinnig. Viele Arbeitnehmervertreter sind vielleicht sogar kompetenter als die Anteilseignervertreter, die zwar in 5 Aufsichtsräten sitzen, aber kaum was selber wissen, sondern einfach nur ihre Leute haben sonst, die Ahnung haben. Aber grundsätzlich, Verschwiegenheitspflicht, die können sich nicht einfach Sachverständigenrat holen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie sich selber fortbilden
und zwar immer aktuell auf Stand, dass sie selber sich damit beschäftigen, abends mal ein Lehrbuch lesen, BWL für Dummies oder sowas und dann auch mal das Ganze machen können. Generell sagt man, wer eine Bilanz nicht lesen kann, verstößt gegen die für einen Aufsichtsrat erforderliche Sorgfalt und allein dadurch, dass er kandidiert hat, hat er schon die Pflicht verletzt sozusagen. Also wenn dann ein Schaden eintritt, haftet er nach 116.1, weil er einfach nicht geeignet für diesen Job war. Sie sollten sich also gut überlegen, ob Sie kandidieren, wenn Sie die Haftung vermeiden wollen. Einfach zu sagen, ich habe meine Leute, das geht nicht, weil sie eben zur Vertraulichkeit verpflichtet sind. Sie dürfen sich weiter sagen. Ja, wie gesagt, der Kodex stellt ab auf den Gesamtaufsichtsrat und das ist auch die Perspektive, die grundsätzlich die Gerichte zugrunde legen, die nämlich sagen, der Einzelne muss nicht alles verstehen, aber sozusagen die Schwächen des einen müssen durch Stärken des anderen ausgeglichen werden. Der Aufsichtsrat arbeitet als Team. Wenn der eine Ahnung von Vertrieb hat, muss der andere Ahnung von Personal haben und der dritte muss Ahnung haben von, keine Ahnung was, von Geld. Dann ergänzt sich jeder und das ist alles toll. Der Kodex versucht weiterhin zu sagen, wie kann man das noch genauer machen. Er sagt, der Aufsichtsrat soll sich ein Zielprogramm setzen, welche Erwartungen er an die Mitglieder hat und er soll ein Kompetenzprofil entwickeln und sagen, das ist das, was wir können wollen. Und dabei soll er berücksichtigen, internationale Tätigkeit, Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von eben, die Altersgrenze, die Idee ist quasi, wir wollen keine Rentnerunterbringung machen oder Pflegeheim, sondern der Aufsichtsrat soll auch eine gewisse Vielschichtigkeit machen, erfahrene Leute und junge Leute und eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer nach dem Motto, irgendwann soll mal Schluss sein, sollen nicht immer dieselben Leute sein, sondern auch mal ab und zu ausgetauscht werden. Und schließlich Vielfalt, in Klammern Diversity, der Aufsichtsrat soll nicht nur sozusagen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe abbilden, sondern möglichst alles, was man sich so vorstellen kann, etwa die Zielgruppe des Unternehmens, also wenn es ein Modeunternehmen ist, sollen da nicht nur schlecht gekleidete Leute sitzen, sondern auch ab und zu mal jemand, der weiß, wie man so Klamotten kauft. Das soll alles da repräsentiert werden. Toll, sagen Sie, super Sache. Also Herrn Brinkmann in die Modewelt. Ja, das Ziel soll sein, das Kompetenzprofil für das Gesamtgremium anzustreben. Das heißt, man soll dann alle Leute so zusammensetzen, dass sie das ergänzen. Wenn einer wegfällt, soll versucht werden, jemanden zu finden, der genau diese Lücke wieder schließt und nicht etwa irgendjemand anderen. Das Ganze soll dann jährlich dokumentiert werden, damit die Welt das auch sehen kann. Sie wissen, der Kodex gilt nur für börsennotierte Unternehmen und ist zudem nicht verbindlich. Wenn Sie der Meinung sind, diese Regelung sei Quatsch, können Sie davon abweichen und erklären, wir sind der Meinung, bei Fanta sollten nur 10-Jährige im Aufsichtsrat sitzen, weil das ist unsere Zielgruppe, dann können Sie das so machen. Also die 10-Jährigen nicht, weil die sind geschäftsfähig, aber sonst ist es egal. Dann bei der Wahl soll man darauf achten, ob der Kandidat den konkreten Zeitaufwand aufbringen kann. Nach dem Motto, wenn jemand schon ohnehin 20 Stunden jeden Tag arbeitet, wird er nicht in der Lage sein, sein Aufsichtsratsamt auch mit der hinreichenden Sorgfalt zu erfüllen. Typischer Fall sind die Großkanzleianwälte, die können nicht schlafen und sind damit eigentlich auch schon für den Aufsichtsrat ungeeignet. Aber man nimmt die trotzdem gerne, weil man sagt, die können in 5 Minuten so viel machen wie andere in 5 Stunden. Das heißt, da reicht, wenn die ein bisschen Zeit investieren. So toll sind die. Außerdem müssen Sie der Hauptversammlung für die Wahl einen Lebenslauf vorlegen und daraus soll sich die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen ergeben, damit man beurteilen kann, warum dieser Mensch so toll ist. Wir werden das nächste Woche noch in einem Praxisbeispiel sehen. Da werden Sie sich kaputt lachen, was da so alles drinsteht. Wenn der Aufsichtsrat erstmal bestellt ist, dann muss der Vorstand eine Liste einreichen. Auf dieser Liste steht, wer im Aufsichtsrat ist. Das können Sie jederzeit nachsehen. Das bringt uns aber zu unserem tollen Fall. Das ist ein super Fall. Gucken wir mal. Die AAG hat einen Aufsichtsrat mit 9 Personen.
Der Aktionär X hat Anfechtungsklage gegen die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder A, B und C erhoben, weil die Hauptversammlung nicht vorab über Wahlvorschläge informiert worden ist. Nach der Klagezustellung legen A, B und C sofort ihr Amt nieder und sagen, ha, gut, dass du darauf hingewiesen hast, dann wollen wir nicht weitermachen. Das Gericht ist der Auffassung, die Klage sei nunmehr mangels Rechtsbedürfnis unzulässig und habe sich daher erledigt. Der X meint hingegen, seine Klage sei trotzdem fortzuführen, denn die Unwirksamkeitserklärung der Bestellung würde zum Wegfall des Rechtsgrundes für eine gezahlte Vergütung und vor allem zur Unwirksamkeit von Beschlüssen des Aufsichtsrats führen. Wie wird das Gericht entscheiden? Dafür müssen wir in Paragraphen, die wir noch nie zuvor gesehen haben, und wir schlagen jetzt erstmal auf 241. Oder? Ja doch, schlagen wir erstmal 241 auf. Wir müssen dann nochmal 250 aufschlagen, aber das können wir dann machen. Und wenn Sie den sich angucken, dann hat der eine Nummer 5. Und die Nummer 5 sagt, ein Beschluss ist nichtig, wenn er für unwirksam erklärt wird. Sie müssen aber auch noch dazu lesen, für diesen blöden Fall der Wahl, den 250. Gucken Sie da nochmal kurz rein. 250 Absatz 1. Und der verweist wieder auf den 241 Nummer 5. Ja. 250 steht auch drin. Verweist außer in den Fällen von 241 Nummer 5 auch dann nicht, wenn. Das heißt, ein Beschluss ist unwirksam nach 241 Nummer 5, wenn er vom Gericht aufgehoben wird. Dann noch die Frage, wann wird ein Beschluss vom Gericht aufgehoben? Gucken Sie da mal in 246. Dann in 245 und dann in 243. 243 regelt die Begründetheit, 246 und 245 regeln die Klagefrist und die Klagebefugnis, die aber auch Begründetheitsvoraussetzungen sind. Also, wie wird das Gericht entscheiden, wenn er hier sagt, ich erhebe Anfechtungsklage, dann sehen Sie 241 Nummer 5, was wird das Gericht sagen? 250 Absatz 1 in Verbindung mit 241 Nummer 5. Wie wird das Gericht entscheiden? Keine schwierige Frage. Was wird das Gericht sagen, wenn Sie 241 Nummer 5 lesen? Das Gericht wird den Hauptversammlungsbeschluss für nichtig erklären, wenn die Klage zulässig begründet ist. Ja, das Gericht wird den Hauptversammlungsbeschluss für nichtig oder die Wahl für nichtig erklären, wenn die Klage zulässig begründet ist. Frage: Ist die Klage zulässig? Was könnte gegen die Zulässigkeit sprechen? Steht ja hier schon. Kein Rechtsschutzbedürfnis. Wann hat man kein Rechtsschutzbedürfnis? Das ist eine ganz allgemeine Frage, die Sie alle kennen, seit Verwaltungsprozessrecht. Wann hat man kein Rechtsschutzbedürfnis? Wenn das Ziel des Klägers einfacher oder effizienter zu erreichen ist. Ja, entweder wenn das Ziel einfach oder effizient zu erreichen ist. Frage, ist das hier? Was ist hier eigentlich der Einwand? Ja, denn was wäre sein Ziel? Ja, sein Ziel ist, A, B und C nicht mehr Aufsichtsrat sind, die sind nicht mehr Aufsichtsrat. Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was er ursprünglich wollte und was jetzt passiert ist? Gibt es einen Unterschied oder ist es genau das, was er haben wollte? Ist ein Wunsch perfekt erfüllt worden? Nein, unbedingt, weil er die Rechtswidrigkeit feststellen wollte.
Ist das Feststellung, was er hier will? Beziehungsweise er wollte die Anfechtung. Ja, was hat er? Die Anfechtung für eine Wirkung, wenn wir das Wort Anfechtung hören. Das ist ein Gestaltungsurteil. Und wie wirkt dieses Gestaltungsurteil? Für welchen Zeitpunkt? Ja, ex tunc. Ja, auch die Anfechtungsklage wirkt ex tunc. Das heißt, es wird so getan, als sei die Wahl nie erfolgt. Und welche Wirkung hat die Amtsniederlegung? Das ist so schwierig. Ex nunc. Das heißt, ist das Ganze zielgleich? Er wollte Aufhebung ex tunc, bekommen hat er jetzt Aufhebung ex nunc. Ist das das Gleiche? Nein. Warum könnte das Gericht trotzdem Recht haben, wenn es sagt, ist doch egal? Ja, es kommt darauf an, ob in der Zwischenzeit was passiert ist und zweitens worauf. Was könnte man nämlich überlegen mit den Sachen, die dazwischen passiert sind? Denken Sie mal rein logisch, was könnte man überlegen? Warum könnte nämlich, wenn wir die Rückwirkung komplett durchziehen, das nicht ganz unproblematisch sein? Stellen wir vor, der erhebt Anfechtungsklage, es dauert 2 Jahre, bis es zur mündlichen Verhandlung kommt und dann legen die ihr Amt nieder. Warum könnte das problematisch sein? Ich dachte, es wäre unproblematisch, wenn die immer gleich abgestimmt haben, also immer mehr für die selben Sachen gestimmt. Ja gut, wenn alle einverstanden sind, dann war gar kein Problem. Frage, wissen Sie, dass wir die abgestimmt haben? Ich frage nochmal so. Erfährt man, wie der Aufsichtsrat abgestimmt hat, ob es eine Mehrheitsentscheidung war, ob es einstimmig war, worüber die überhaupt abgestimmt haben? Erfahren Sie das? Ja, es gilt verschwiegen als Pflicht. Das heißt, Sie haben keine Ahnung, wie die überhaupt abgestimmt haben. Die Informationen haben Sie gar nicht als Aktionär. Das heißt, das ist schwierig. Ja. In der Tat ist es doch total komisch, über 2 Jahre weg treffen die sich jeden Tag, machen irgendwelche Beschlüsse und am Ende sagen sie, ja, die letzten 2 Jahre sind leider ungeschehen, weil alles irgendwie scheiße, da waren Leute dabei, die nicht dabei sein durften. Ja? Und an welche Konzeption erinnert Sie das, wenn Sie sagen so, ja, das ist schon alles so gelaufen? Ja, das klingt wie die Grundsätze der fehlerhaften Organstellung. Allerdings wäre das doch eigentlich für die Aufsichtsratsmitglieder dann positiv, weil dann alles, was sie derzeit gemacht hätten, besteht dann. Ja, in der Tat, das ist genau die Problematik hier. Die Frage ist, greifen hier die Grundsätze der fehlerhaften Organstellung mit der Überlegung, es muss ja irgendwie Klarheit für diesen kompletten Zeitraum bestehen und diese Klarheit kann nur dadurch ausgeräumt werden, dass wir sagen, es ist alles wirksam, damit sozusagen das Ganze Bestandsschutz hat. Sie erinnern sich, fehlerhafte Organstellung ist genau wie fehlerhafte Gesellschaft. Wir brauchen erstmal überhaupt einen Rechtsschein einer Bestellung, den haben wir hier. Zweitens brauchen wir die Innenvollzugsetzung, das heißt, die Leute müssen tätig geworden sein, das haben wir ja auch. Und drittens dürfen wir keine überwiegenden Gründe des Allgemeinwohls haben, das heißt Sittenwidrigkeit oder Gesetzesverstoß gegen Strafnormen oder Ähnliches. Haben wir hier auch nicht. Das heißt, im Grundsatz können wir das anwenden. Andererseits kommt genau das Problem, was der Kollege hier eben angesprochen hat, nämlich das Ganze hätte zur Folge, dass die fehlerhafte Bestellung gar keine Wirkung hätte. Da würde man sagen, ja, ist doch völlig egal. Alles, was Sie machen, ist ja eh wirksam. Das heißt, der Fehler in der Bestellung hätte keinerlei Sanktion. Wie sieht das aus mit den Sachen, die machen? Was macht der Aufsichtsrat eigentlich? Ist das wirklich so schlimm, wenn die Beschlüsse nichtig sind? Was macht ein Aufsichtsrat? Wenn Sie sich mal erinnern, haben wir darüber gesprochen. Sehr gute Überlegung. Der Aufsichtsrat wählt den Vorstand. Und jetzt kommen wir zum Problem. Die schließen einen Vertrag mit dem Vorstand und der Vorstand ist unwirksam bestellt, weil der Aufsichtsrat falsch besetzt war. Frage, ist der Vertrag dann nichtig? Das jetzt für die Leute, die gut aufgepasst haben im 3. Semester, wo die Problematik diskutiert worden ist. Überlegen Sie, im 3. Semester, was haben Sie denn da gemacht? Ja, natürlich um Ausfälle. Ja, dann ist ja der Rechtsstand des Handelsregisters. Klar.
Der Vorstand ist nicht wirksam bestellt. 15.3 HGB, es ist eine fehlerhafte Bekanntmachung, dass der Vorstand so ist. Damit kann der Verkehr sich auf die falsche Bekanntmachung berufen. Der Verkehr wird geschützt durch 15.3 HGB, Problem gelöst. Das heißt, die fehlerhafte Vorstandsbestellung ist kein Problem. Frage, ist denn die Gehaltszahlung in den Vorstand unwirksam? Denn da haben wir kein Außenverhältnis, das heißt kein 15.3 HGB. Muss der Vorstand sein Geld zurückzahlen für die 2 Jahre, wo er tätig war? Der fehlerhaft gewählte Vorstand? Ist das die Kause für die Auszahlung des Anstellungsverhältnisses? Ja, und ist das wirksam? Wer schließt das Anstellungsverhältnis ab in der AG? Haben wir auch schon darüber gesprochen. Gesellschaft? Ja, die Gesellschaft, ist schon klar. Und wer vertritt die Gesellschaft? Welches Organ? Ja, und was haben wir für ein Problem mit dem Aufsichtsrat, wie wir gerade gesehen haben? Das ist nicht wirksam. Also haben wir welches Problem mit dem Anstellungsvertrag, um das wirklich auf den Punkt zu bringen? Der ist unwirksam, natürlich. Da gibt es keine wirksame Stellvertretung. Aber wenn man jetzt so, worauf stellen wir jetzt ab? Auf die Organbestellung oder auf den Arbeitsvertrag? Das sind zwei verschiedene Dinge. Arbeitsvertrag haben wir schon mal gar nicht. Wenn haben wir hier ein Anstellungsverhältnis und darauf stellen wir ab. Macht das einen Unterschied? Fangen wir mal arbeitsrechtlich an. Wer ist Arbeitnehmer? 611a, was ist ein Arbeitnehmer? Ja, was ist der Vorstand nicht? Es ist ein Geschäftsbesorgungsvertrag, ein Anstellungsverhältnis. Aber gut, das auch teilweise in 84 geregelt ist. Aber Frage, macht das einen Unterschied für diesen konkreten Fall? Was macht der Aufsichtsrat? Ja, das frage ich Sie. Was macht der Aufsichtsrat? Ja, das macht er in einem Akt, das macht er parallel. Ja, also der Aufsichtsrat vertritt bei beiden Rechtsgeschäften, bei der Bestellung und bei der Anstellung. Und bei beiden Sachen ist der Aufsichtsrat falsch besetzt. Die Besetzung ändert sich nicht zwischendurch, weil das ist dieselbe Erklärung im Zweifel. Er sagt, hier, du bist unser neuer Vorstand und kriegst dafür 1.000 Euro im Monat. Das ist jetzt eine Frage. Kann man das? Gibt es ein faktisches Arbeitsverhältnis mit jemandem, der nicht Arbeitnehmer ist? Das ist eine interessante Frage. Was sagen Sie dazu? Das sind ja. Warum gibt es diese Grundsätze vom faktischen Arbeitsverhältnis? Sie sind doch hier all die Arbeitsrechtsfachleute. Sie haben doch Arbeitsrecht hier sozusagen so intensiv gemacht wie an kaum einer anderen Uni in Deutschland. Sie haben das Arbeitsrecht gelebt. Gelebt und geliebt. Nicht? Ja, wenn man nach Unfallzusetzung des Arbeitsverhältnisses nicht alles über 8,12 abwickeln. Ja, ist ein Mietrecht, frage mal so. Ist das allgemein bei Dauerschulverhältnissen so? Gibt es auch ein fehlerhaftes Mietverhältnis? Ein bisschen umstritten, aber noch ganz, also bisher meine nicht. Nicht. Warum ist das ein Unterschied? Das haben die viele schon gefragt. Aber es ist in der Tat ganz herrschende Meinung, der BGH hat das immer abgelehnt und die Literatur sagt im Wesentlichen auch, finden wir richtig. Also wir haben in der Tat nur fehlerhafte Gesellschaft und fehlerhaftes Arbeitsverhältnis. Grundsätzlich bei Dauerschuldverhältnissen gibt es auch nicht einen fehlerhaften Handyvertrag oder sowas, den fehlerhaften Fitnessstudio-Vertrag. Das gibt es nur im Arbeitsrecht und nur im Gesellschaftsrecht. Also Frage, warum nur da und wie ist das mit dem Vorstand? Würden Sie sagen, da geht das auch? Also für das Dienstverhältnis höherer Art, würde man sagen. Also du sagst, beim Gesellschaft, also bei Gesellschaftsrat hat es zu tun, dass ich einfach extrem viele Verhältnisse nach außen habe und das könnte ich nicht rückabwickeln, anders beim Mietverhältnis, da kann ich nur zwei Beteiligte, das kann ich rückabwickeln. Genauso theoretisch auch beim Dienstvertrag, nur dass da eben der Arbeitnehmer, und deswegen würde ich sagen, es wird ein Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer in einer besonders schutzwürdigen Stellung ist, weil er eben ansonsten nachher, na gut, das wird der Weltersatz. Ja, genau, das ist der Punkt. Im Grundsatz können wir es im Bereichsrecht abwickeln, 818.2. Was könnte aber der Arbeitgeber sagen, wenn wir über 812 vorgehen gegen den Arbeitnehmer? Er könnte sich auf Entreicherung berufen. Denn was kann er sagen, möglicherweise?
Der muss ja nur Wertersatz leisten. Für was? Wenn er sagt, die Arbeit ist weniger wert, als wir ihn bezahlt haben. Genau, er wird sagen, ja hör mal, du hast ja nur Mist gebaut hier. Gut, dass wir mal drüber reden. Also der Wert für deine Arbeit war eigentlich null. Also komm, das Geld kriege ich wieder zurück. Und das will man ihm abschneiden. Man will sagen, der Arbeitgeber soll sich nicht auf 18.3 berufen dürfen, sondern der soll beim vereinbarten Lohn bleiben, einfach um den Arbeitnehmer zu schützen. Und jetzt zu der Frage, gilt das auch für den Vorstand? Diese Schutzbedürftigkeit, dass man sagen kann, hier 18.3 soll nicht gelten. Interessante Frage. Das ist eine interessante Frage, die in der Tat in der Rechtsprechung eigentlich noch nie entschieden worden ist. Also beim GmbH-Geschäftsführer machen wir es ähnlich wie beim Arbeitnehmer, weil wir sagen, der ist eh weisungsgebunden. Aber die Frage ist, wie ist es beim Vorstand der AG? Der nicht weisungsgebunden ist, der Chef im Haus ist. Schutzbedürftig oder soll man dann mit 18.3 gegen ihn vorgehen können und sagen können, ja, gut, dass der Vertrag unwirksam war, dann gib mal Geld zurück. Weil die Gesellschaft natürlich sagen kann, wenn wir einen vernünftigen Aufsichtsrat gehabt hätten, hätte der dich nie bestellt. Du bist ja nur bestellt worden, weil unser Aufsichtsrat falsch besetzt gewesen ist. Ja gut, aber das verstärkt ja dann trotzdem, das verstärkt ja eher den Eindruck der Schutzbedürftigkeit des Vorstandsmitgliedes, weil er davon ausgegangen ist, der Aufsichtsrat ist korrekt besetzt und ich bin ein cooler Typ, wenn mich der Aufsichtsrat bestellt. Ja, also in der Tat, man sagt, hier ist im Grundsatz auch der Grundsatz des fehlerhaften Arbeitsverhältnisses analog anwendbar, mit der Begründung, dass die Abwicklung doch zu schwierig wäre, das andere sei über Schadensersatz zu berücksichtigen, das heißt über 93.2. Das heißt, die Gesellschaft könnte das ohnehin über 93.2 abwickeln. Das heißt, man kann hier sagen, der Vorstand kriegt erstmal weiterhin sein Geld. Frage, ist dieser Vertrag dann auch nach 84 nur aufhebbar, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, wenn wir schon beim fehlerhaften Arbeitsverhältnis sind. Denn die Folge des fehlerhaften Arbeitsverhältnisses ist, dass es als wirksames Arbeitsverhältnis gilt. Frage, ist er dann auch sozusagen für seine Amtsperiode bestellt? Jederzeit von beiden Seiten durch Antragklärung. Das ist im normalen Arbeitsverhältnis so, aber hier haben wir dummerweise diese gesetzliche Regelung. Für das B-Stelleverhältnis? Für beides. Ah. Geht es eigentlich im Fall bezahlte Vergütung des Vorstands? Nein. Da geht es mir Da geht es um den Aufsichtsrat, da sind wir noch nicht. Wir waren nur bei der Frage, welche Beschlüsse trifft der Aufsichtsrat, die überhaupt sozusagen gefährlich sind. Also wir sind bei der Frage, gibt es Entscheidungen des Aufsichtsrates, die sozusagen schwierig rückabzuwickeln sind, dass wir hier sagen müssen, es gibt ein Schutzbedürfnis. Und wir haben gesagt, in der Tat, ein Grund könnte sein, Bestellung und Anstellung von Vorstand. Wir haben gesehen, Bestellung ist ziemlich unproblematisch, weil der Rechtsverkehr sich eher auf 15.3 HGB berufen kann. Anstellung kriegen wir möglicherweise kompensiert, entweder über Bereicherungsrecht oder über ein fehlerhaftes Arbeitsverhältnis. Frage ist dann aber die Folgefrage, ist der nächste Aufsichtsrat, der wirksam bestellt ist, dann an diesen Vorstand gebunden, weil wegen 84 jemand, der Vorstand ist, nicht nur nicht abberufen werden kann, sondern auch nicht gekündigt werden kann, ohne wichtigen Grund. Der ist sozusagen für seine komplette Anstellungszeit auch weiterhin wirksam angestellt. Die Bestellung ist ja nicht wirksam, haben wir gesagt. Aber die Anstellung würde ja schon sozusagen da sein. Und dann ist die Frage, findet 84 dann auf die Anstellung auch Anwendung, mit der Folge, dass ich ihn für seine Amtsperiode weiter beschäftigen muss, auch wenn er keine Vertretungsmacht hat. Ja, also das Verhältnis ist ja ex nunc kündbar. Das war auch Ausgangspunkt her. Und würde man natürlich sagen, die fehlerhafte Aufsichtsratszusammensetzung ist ein wichtiger Grund an sich, da kann zwar der Vorstand nichts führen, es ist kein wichtiger Grund, der sich in seiner Person verwirklicht hat, überstrahlt, aber sozusagen die Gesellschaft. Und außerdem liegt der Gesellschaft oder steht es ja der Gesellschaft frei, mit richtig zusammengestellten Aufsichtsrat diese Bestellung zu wiederholen. Das steht auf jeden Fall frei. Der kann sie in B stellen. Bestellen hat sie ja ohnehin nicht. Aber die Frage ist halt, was ist mit der Anstellung, die Sie ja mit Mühe erklärt haben, die sei erstmal wirksam, das Anstellungsverhältnis sei wirksam.
dann gelten aber grundsätzlich auch die Anstellungsgrundsätze, die im Gesetz drinstehen. Und im Gesetz steht drin, die Anstellung ist grundsätzlich für die Dauer der Bestellung. Sie kriegen für die Dauer der Bestellung Ihr Gehalt. Und die Dauer der Bestellung ist Kraft Gesetzes sozusagen erstmal die komplette Amtsperiode, die der Vorstand bestellt worden ist. Und damit würde er für die Zeit, wo er bestellt worden ist, Geld kriegen, obwohl die Bestellung unwirksam ist. Sie haben sozusagen diese komplette Trennung im Aktienrecht nicht. Im GmbH-Recht ist das sehr viel deutlicher getrennt. Im Aktiengesetz, sagt der 84, läuft das grundsätzlich immer zusammen. Hier haben Sie schon die Trennung dadurch herbeigeführt, dass Sie gesagt haben, wir haben eine Anstellung ohne Bestellung. Und dann ist die Frage, wie endet diese Anstellung wieder? Nicht die Bestellung, sondern die Anstellung. Wie werden Sie die wieder los? Und die Antwort, sozusagen die vom Gesetz her nicht bekannte Anstellung eines Vorstandes, ohne dass er zum Organ bestellt wird, im Zweifel hätte er sogar ein Recht auf Bestellung. Da steht doch, dass die allgemeinen Vorschriften gelten, oder? Ich finde ehrlich gesagt auch Ihren Hinweis nicht, dass das parallel läuft. Es steht zwar im Absatz 1, Satz 5, dass das sinngemäß für den Anschluss ist, aber es steht ja nicht, dass der irgendwie auf 5 Jahre oder so beschlossen werden müsste. Oder sowas. Muss. Eigentlich gelten doch die allgemeinen Regeln. Und wenn wir sagen, allgemeine Regeln ist auch fehlerhafter Anstellungsvertrag, dann kann er durch Erklärung gekündigt werden. Das macht auch Sinn in dem Fall. Das macht deshalb in dem Fall Sinn, weil wir es halt abstrahiert haben. Aber im Grundsatz ist die Anstellung ja sozusagen mit Vergütung für die Vorstandstätigkeit. Der 87 sagt uns ja gerade, die Anstellung ist Teil sozusagen dieser Sache. Das heißt, das Gesetz geht davon aus, dass die Sachen parallel laufen müssen. Eine abstrahierte Anstellung in dem Sinne kennt das Gesetz eigentlich nicht. Nach dem Motto, ich stelle nicht jemanden an und sage, ob du Organ wirst oder nicht, das entscheidet sich später. Deshalb ist sozusagen die Konstellation, die wir hier haben, dass wir eine Anstellung haben, die aufgrund des fehlerhaften Anstellungsverhältnisses wirksam ist, ohne eine zugehörige Bestellung im Gesetz eigentlich nicht vorgesehen. Deshalb kann der Vorstand auch darauf vertrauen, dass er während seiner kompletten Amtsperiode weiterhin Geld kriegt. Deshalb machen sie ja überhaupt die Vorstandstätigkeit. Sie sind ja nicht blöd und sagen, ich mache es, weil ich so gerne Organ bin, sondern sie gehen davon aus, sie kriegen die komplette Zeit weiterhin ihr Gehalt. Außer halt, wenn Beendigung aus wichtigem Grund ist, sowohl von Anstellung als auch Bestellung. Hier haben wir nur die dumme Situation, dass es halt unwirksam war. Und damit ist sozusagen ihr Vertrauen darauf, dass sie die komplette Zeit bestellt sind, dahin. Jetzt haben wir begründet, warum der arme Vorstand schutzwürdig ist und hier kein Bereicherungsrecht Anwendung finden soll und so weiter und so fort. Da stellt der Vorstand aber trotzdem schlechter, als er stehen würde, wenn seine Annahme richtig gewesen wäre. Denn er verliert in der Tat von heute auf morgen seinen Job und steht auf der Straße. Das ist für den Vorstand ziemlich ungünstig, weil er hat darauf spekuliert, dass er die Zeit da bleiben kann und er hat ein Recht darauf zu spekulieren, weil das Gesetz ausdrücklich sagt, ich werde nur aus wichtigem Grund den Menschen wieder los. Und hier hat er dann wirklich nichts Böses getan, man kann ihm nichts vorwerfen. Und Vertrauensverlust gibt es auch nicht, sondern er ist einfach nur aufgrund eines von ihm nicht zu vertretenen Problems falsch bestellt worden. Da kommt das Problem her. Und deshalb die Frage, verliert er sozusagen an dem Tag, wo die Kündigung ausgesprochen wird, seine Stellung, weil einfach gesagt wird, wir brauchen keinen Grund, sondern wir können jederzeit ordentlich kündigen mit der Frist nach 621. Ja, 621 BGB sagt, Sie können uns im nächsten Monat kündigen, dann ist er weg. Oder hat er einen Vertrauensschutz darauf, dass er sagt, okay, ich habe hier einen Vertrag geschlossen für 3 Jahre, es gilt sozusagen der ursprüngliche Vertrag als wirksam, nicht nur das Gehalt, sondern auch die Befristung und damit bleibe ich für die komplette Amtszeit hier. Und? Ja, hier wäre E615 wahrscheinlich vorrangig, aber im Grundsatz genau das ist der Fall. Aber die Frage ist, kann man es beenden? 621 ja oder nein? Hat er einen Vertrauensschutz aufgrund der Vereinbarung, der ihm gesagt worden ist, du bist Vorstand für 3 Jahre? CIC-Haftung der Gesellschaft möglicherweise. Antwort? Ja, es gibt einen Anspruch aus 280.1, der kriegt in der Tat bis zur nächsten Möglichkeit der Wiederbeschäftigung woanders Schadensersatz, weil die Gesellschaft ihn veranlasst, sozusagen andere Jobs sich anzunehmen. Und das heißt, er wird weiterhin so gestellt, als hätte er sich anders beworben,
Das heißt, er muss dann sozusagen bis zu dem Moment, wo er einen neuen Job kriegt, weiterhin Geld kriegen. Das heißt, er hat Vertrauensschutz. Also in Bezug auf den Vorstand ist die Sache relativ unkritisch gegenüber Dritten, Verkehrsschutz. Der Vorstand selber muss sein Gehalt nicht zurückzahlen und verliert seinen Job mit Wirkung für die Zukunft, bekommt aber weiterhin Vertrauensschutz von der Gesellschaft, das dann möglicherweise als Schadensersatz gegen den Aufsichtsrat geltend gemacht werden kann. Das heißt, die Vorstandsbestellung als Entscheidung des Aufsichtsrats ist kein Problem. Was macht der Aufsichtsrat noch? Das sehen Sie hier im Sachverhalt, was kriegt der Aufsichtsrat auf jeden Fall, um mal ganz kurz zu machen. Was wendet der auch ein? Vergütung. Frage, muss er die zurückzahlen? § 113 Absatz 1 Aktiengesetz. Muss er die zurückzahlen? Was meinen Sie? Ja oder nein? 50-50 Chance? Eigentlich ist auch hier die Abstrahierung ja zwischen diesem Vermutungs-, also dem Anstellungsvertrag und der Bestellung, das muss ich sagen, da muss es nicht zurückzahlen. Ja, auch hier gilt wieder fehlerhafte Anstellung, das heißt, er hat sein Geld behalten. Nächste Frage, was macht der Aufsichtsrat noch? Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand geltend machen. Was sagen Sie dazu? Wenn der Aufsichtsrat geklagt hat gegen den Vorstand und sich nun herausstellt, drei der Aufsichtsratsmitglieder waren nicht vertretungsbefugt. Problem, ja oder nein? Ja, ist die Gesellschaft wirksam vertreten, wenn nur sozusagen ein Teil der Aufsichtsratsmitglieder auftaucht? Hier sind es ja 9 und 3 von denen sind falsch bestellt, also es kommen nur 6 statt 9. Wirksame Vertretung der Gesellschaft, ja oder nein? Was meinen Sie? Was sagt das Gesetz? Wer vertritt die Gesellschaft? Steht im Gesetz. Der Aufsichtsrat als gesamtes Organ. Ja, das heißt, wenn da Leute beißen, die nicht Aufsichtsrat sind, was hat das für eine Folge? Das ist ja nicht schwierig. Was ist die Folge? Keine wirksame Vertretung. Allerdings, wenn die sechs dafür sind und die drei nicht geändert hätten, dann könnte man vielleicht sagen, das ist das Innenverhältnis, nicht das Außenverhältnis. Aber was kann der neue Aufsichtsrat tun, wenn die drei wirksam bestellt sind, die nächsten drei? Relativ offensichtlich, wenn Sie an BGB denken. 177. Was kann er tun? Genehmigen. Also, das ist auch kein Problem. Also im Außenverhältnis haben wir nie Probleme mit der Nummer. Frage im Innenverhältnis. Wenn der Aufsichtsrat hier Sachen hat laufen lassen, die er nicht hätte laufen lassen, wenn die richtig drin gewesen wären. Wäre das ein Problem? Wenn er beschließt, Schadensansprüche nicht geltend zu machen, mit einer Mehrheit von 5 Stimmen gegen 4 Stimmen. Und von den 5 Stimmen sind 3 diejenigen der bösen Menschen. Ist das dann ein Problem? Was meinen Sie, ist das ein Problem? 5-4, 3 von den 5 Stimmen sind aber von Leuten, die nicht dabei sein durften. Rechnen wir es aus. Wenn wir 5-3 rechnen, wie viel waren dann dagegen? Ja, also was wäre das Ergebnis gewesen dann? Statt 5-4, 2-4, wer hätte dann gewonnen? Die anderen. Und warum ist das ein Problem, wenn die anderen gewinnen? Ja, dann wäre die Entscheidung unwirksam. Und das bringt uns zu der entscheidenden Frage. Ist das sinnvoll, dass man Entscheidungen kippt, weil sich sozusagen die Zahl der Abstimmenden verändert hat? Oder ist es ein Problem der fehlerhaften Organstellung, wenn wir sagen, da muss der Verkehr vor geschützt werden, da gibt es ein Schutzbedürfnis.
dass Entscheidungen, die der Aufsichtsrat gefällt hat, auch dann wirksam sind, wenn da unwirksame Leute mitgewirkt haben. Das ist der Kernstreit. Wir haben eben gesehen, der Rechtsverkehr im Außenverhältnis ist immer geschützt durch 15.3 oder fehlerhafte Rechtsbeziehungen. Die Gesellschaft selber, die Vergütung gezahlt, kriegt es auch nicht zurück. Es geht nur um die Frage, sind diese Beschlüsse über Aufsichtsentscheidungen im Innenverhältnis schutzwürdig oder kann man sagen, die kann man auch alle für nichtig erklären, das ändert dann auch nichts mehr. Und was meinen Sie? Es gibt keine falsche Antwort, es gibt die Meinung der ganz herrschenden Literatur. Raten Sie, was sagt die ganz herrschende Literatur? Raten Sie, 50-50 Chance. Was würden Sie sagen, wenn Sie Literatur sind, wenn Sie Herr Koch sind zum Beispiel? Das ist schwierig, was würden Sie sagen? Nichts, weil Sie lieber schweigen. Was würden Sie sagen? Es steht in der Evaluation wieder, Sie sollten nicht immer 2 Minuten warten, ob eine Antwort kommt. Ich weiß nicht, wer es war von Ihnen, aber irgendjemand hat es geschrieben. Los. Was meinen Sie, sagt die Rechtsliteratur? Die sagt, es gilt das fehlerhafte Organverhältnis, man ist so lange Organmitglied, bis man wirksam abberufen ist. Das heißt, es bleibt alles beim Alten aus Gründen des Schutzes der Integrität. Was sagt der BGH? Nur dann ist die Frage überhaupt interessant. Was meinen Sie, sagt der BGH? Das Gegenteil. Und welche Meinung ist die richtige? Es gibt keine richtige. Es gibt 2 Meinungen und die Meinung des BGH wird damit begründet, dass es ja alles nicht so schlimm sei, weil der Verkehr ja ohnehin geschützt sei und man deshalb keine negativen Folgen befürchten hätte. Die Rückabwicklung sei auch machbar. Die Literatur sagt, es sei ja schon komisch, dass man sozusagen für die Vorstandsbestellung auf 15.3 zurückgreift, dann für die Vergütung auf fehlerhaftes Anstellungsverhältnis. Für die Haftung würde man auf fachliches Organ zurückgreifen, wenn man den Aufsichtsrat wegen Pflichtverletzung verklagen will, kann man auch die Falschbesetzten verklagen. Aber sozusagen sagt, die Beschlüsse als einziger Punkt seien unwirksam, weil die nur im Innenverhältnis wirken. Da müssen wir alles über einen Kamm scheren, das ist viel einfacher, wenn man sagt, es ist alles fehlerhaftes Organverhältnis, Problem gelöst. Der BGH sagt, nö, weil wir alle anderen Problemfälle über andere Wege lösen können, gibt es keinen Anlass, sozusagen eine Gesamtlösung zu finden. Und dieser Teil bleibt dann übrig und dieser Teil gibt hier einen Grund dafür, die Anfechtungsklage zuzulassen. Die wäre hier auch begründet wegen Verstoßes gegen 124 Aktiengesetz. Das heißt, in dem konkreten Fall wäre die Klage erfolgreich und es käme raus, die Bestellung der Organmitglieder ist unwirksam. Die Wahl ist unwirksam, Punkt. Ja? Das heißt, in dem Fall würde das Gericht entscheiden, dass die Klage unwirksam ist und Sache erledigt. Anders nach der Literaturansicht, danach wäre die Wahl ebenfalls nicht wirksam gewesen, aber es hätte hier sozusagen kein Rechtsschutzbedürfnis gegeben, weil die Sache sich erledigt hat durch die Amtsniederlegung, dadurch ist die Folge der fehlerhaften Organstellung erledigt und es gibt keine weiteren Folgen, die das Ganze auslösen konnte, weil ja die Beschlüsse auch wirksam sind. Da kann man auch die praktische Frage stellen, die Gesellschaft wendet hier möglicherweise ein, wir haben ja gar keine Beschlüsse gefasst oder die Beschlüsse waren alle einstimmig. Was würden Sie zu diesem Argument sagen? Wer müsste das beweisen? Die Gesellschaft. Warum? Wer muss Sachen normalerweise beweisen? Müssen wir die mir günstigen Tatsachen beweisen? Ja, und für wen wäre es günstig, dass Beschlüsse gefasst sind in dem Fall? Dass das überhaupt relevant geworden ist. Für den Aktionär. Der BGH sagt aber, die Beweislast kehrt sich hier um, weil der kann es ja gar nicht wissen. Warum kann der Aktionär es nicht wissen? Ja, Verschwiegenheitspflicht 116, das heißt, der Aktionär hat gar keine Möglichkeit, daher muss das so gelöst werden. Also, herrscht Literatur, Klage wäre unzulässig, weil es keine Änderung bewirken kann. Durch die Amtsniederlegung ist die Sache erledigt. BGH, wegen der möglicherweise fehlerhaft getroffenen Beschlüsse, ist die Klage auf jeden Fall zulässig und begründet ist sie sozusagen immer. Das heißt, hier Verstoß gegen 124, das heißt, die Klage hat dann vollen Erfolg. Klar der Unterschied? Gut.